Beispieltest. Hörverstehen Teil 1. Sie hören 5 kurze Texte. Sie hören diese Texte nur einmal. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Bei jeder Aufgabe sollen Sie feststellen, habe ich das im Text gehört oder nicht? Wenn ja, markieren Sie beim Hören R gleich richtig. Wenn nein, markieren Sie F gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgaben Nummer 41 bis 45. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. Hören Sie nun die Interviews. Zum Anfang des neuen Schuljahres ist die Neugier der Schüler meist noch groß. Da beschäftigen sie Fragen wie: Welche Lehrer bekomme ich? Wird es neue Schüler in der Klasse geben? Aber auch: Welches neue Fach wird es geben? Wird das interessant sein? Wir haben Schüler und Erwachsene auf der Straße befragt. Wir wollten wissen: Was sollten Münchner Schüler noch lernen? Welches Schulfach sollte neu eingeführt werden? Hören Sie einige Antworten. Nummer 41. Für mich wäre Tanzen als Schulfach am interessantesten, mindestens 2 Stunden pro Woche. Der Sportunterricht, vor allem der Gymnastikunterricht, langweilt mich tödlich. Immer nur herumturnen mit diesen blöden Gymnastikbällen. Also mit Tanzen würde die Schule endlich mal auch unsere Interessen und Wünsche berücksichtigen. Aber auf keinen Fall Breakdance, das wollen doch nur die Jungs. Ich wäre stattdessen für Mambo, Lambada oder Tango. Nummer 42. Ich wüsste da sofort was. Ich bin in der Computerbranche tätig und denke, dass man an diesem Medium in Zukunft nicht mehr vorbeikommt. Vor allem nicht die Jugend. Computer als Pflichtfach hieße in meinen Augen aber nicht nur, dass die Schülerinnen und Schüler am Computer an einigen Programmen, E-Mail und Internet herumspielen. Vielmehr fände ich es interessanter, wenn die Schüler über mehrere Stunden an einem Projekt arbeiten, bei dem sie den Computer brauchen und als Hilfsmittel einsetzen. Nur so erkennen sie die Möglichkeiten des Computers und lernen vielleicht ihre künftigen Arbeitsfelder kennen. Nummer 43. Ich fände es gut, wenn wir nach dem vielen Unterricht einmal in der Woche einfach keinen Unterricht hätten. Der Lehrer kann ja dabei sein, ich weiß, das geht ohne Lehrer nicht. Aber er soll sich in diesen Stunden einfach zurückhalten und uns den Inhalt selber bestimmen und gestalten lassen. In dieser Zeit könnten wir dann zum Beispiel Themen besprechen, die uns interessieren, oder über Probleme in bestimmten Fächern reden, oder ganz einfach lernen. Zum Beispiel Vorschulaufgaben. Aber eigentlich interessiert mich die Frage, was im Unterricht fehlt, weniger als die Frage, wovon es auf jeden Fall zu viel gibt: Mathe.
Nummer 44. Was? Ein neues Pflichtfach? Wer soll das denn bezahlen? Wo uns der Staat eh schon ständig die Gehälter beschneidet und es darum geht, Stunden zu kürzen. Bevor über ein neues Pflichtfach nachgedacht wird, sollten sich erstmal die Bedingungen an den Schulen verbessern. Klassen mit über 25 oder gar 30 Schülern sind doch keinem Lehrer mehr zuzumuten. Und die Schüler merken auch, dass bei einer solchen Klassengröße die Qualität des Unterrichts leidet. Da sollte man anfangen, bevor man neue Visionen entwickelt. Nummer 45. Ein neues Pflichtfach. Vielleicht sollte jede Woche ein anderes Berufsfeld vorgestellt werden. Das sehe ich jetzt an meiner Tochter, die ist gerade 20 geworden und weiß immer noch nicht, was sie will. Natürlich ist die Entscheidung nicht leicht, vor allem in der heutigen Zeit. Aber manchmal fehlt den Jugendlichen einfach nur die Information. Wenn sie mehr wüssten, welche beruflichen Möglichkeiten sie wo haben, wären sie am Ende der Schule nicht so orientierungslos. Ich denke einfach, alle, die ein festes Ziel vor Augen haben, tun sich leichter im Leben. Hörverstehen, Teil 2. Sie hören nun ein Gespräch. Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören diesen Text 2-mal. Bei jeder Aufgabe sollen Sie feststellen, habe ich das im Text gehört oder nicht? Wenn ja, markieren Sie beim ersten Hören oder danach R gleich richtig. Wenn nein, markieren Sie F gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgaben Nummer 46 bis 55. Sie haben dazu eine Minute Zeit. Hören Sie jetzt das Gespräch. Im Gespräch zu Gast in Hörensagen im Deutschlandradio Berlin, heute Günther Woog aus Hessen. Und Sie sind Vorsitzender des Clubs der Langschläfer. Wie heißt Ihr Verein aber genau? Ja, wir nennen uns Delta T und Verein für zeitversetzt und langschlafende Menschen. Wie ist denn Ihr üblicher Schlafrhythmus? Also, ich lebe völlig weckerfrei und von daher variiert das von Tag zu Tag. Aber so in der Regel gehe ich so 2-3 Uhr ins Bett und stehe dann so 8-9 Stunden später auf. Dann so halt um 10, 11, 12. Ach, ein wirkliches Problem für Sie, das Aufstehen. Ist das biologisch erklärbar? Ja, also mittlerweile hat man sogar ein Gen gefunden, das angeblich dafür verantwortlich ist. Gen Nummer 3111.
1C. Und man sagt auch, dass es vererbbar ist. Ah, das heißt, Ihre Eltern waren auch schon Langschläfer. Mein Vater. Meine Mutter ganz im Gegenteil. Wie sind Sie zum Langschläfer geworden? War das irgendwann mal eine bewusste Entscheidung? Ich habe genug, ich bleibe jetzt einfach liegen, ich bin noch müde. Oder ist es etwas, das Sie nicht steuern können? Nee, das kann ich nicht steuern. Ich hatte immer ein Problem damit, morgens früh aufzustehen. Ich dachte halt, dass alle anderen das auch haben. Also, ich dachte, das gehört quasi zum System dazu. Ich habe das eigentlich erst sehr spät gemerkt, dass es eben manchen Leuten sehr leicht fällt und anderen eben nicht. Ist Ihr 1993 gegründeter Verein Delta T dann doch eher so etwas wie ein Witz? Also am Anfang ist er eher aus Spaß gegründet worden. Das kann man schon sagen. Weil die meisten Gründungsmitglieder eigentlich Leute sind, die ganz gut mit ihrem Status als Langschläfer zurechtkamen, ihr Leben so aufgebaut haben. Was passiert denn in der Vereinsarbeit? Treffen Sie sich, legen sich hin, schlafen, schnarchen und stehen nach 10 Stunden wieder auf? Also, das wollen wir mal machen. Einen gemeinsamen Schlafurlaub nördlich des Polarkreises. Na. Haben wir aber noch nicht gemacht. Unsere Vereinsarbeit ist eigentlich in erster Linie Lobbyarbeit. Informationen sammeln und verteilen an Privatpersonen und Medien. Tch, warum? Weshalb? Wieso? Ja, weil wir uns mit allerlei Vorurteilen konfrontiert sehen. Also, in Deutschland ist es eine Tugend an sich, früh aufzustehen. Die meisten tun so, als ob das schon die erste Leistung des Tages gewesen wäre. Folglich ist der, der es nicht tut, ein Faulpelz. Und dagegen wollen wir arbeiten und versuchen auch mit mehr Information vielleicht für uns ein besseres Leben zu erreichen. Wie viele Mitglieder hat der Verein inzwischen? Ja, so 120 etwa. Die meisten in Berlin. Hat Ihnen der Verein ein stärkeres Selbstbewusstsein gegeben? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, also bei mir ist es jetzt so, dass mein Leben weitgehend nur noch so abläuft, wie ich es möchte. Und bei einigen Mitgliedern auch. Also einige Mitglieder, die angestellt waren, haben tatsächlich dann auch in ihrer Firma neue Arbeitszeiten abmachen können. Ja, vielen Dank, Herr Wog, für das Gespräch. Gern. Hören Sie nun das Gespräch noch einmal und überprüfen Sie Ihre Antworten. Hörverstehen Teil 2. Sie hören nun ein Gespräch. Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören diesen Text 2-mal. Bei jeder Aufgabe sollen Sie feststellen, habe ich das im Text gehört oder nicht? Wenn ja, markieren Sie beim ersten Hören oder danach R gleich richtig. Wenn nein, markieren Sie F gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgaben Nummer 46 bis 55. Sie haben dazu 1 Minute Zeit.
Hören Sie jetzt das Gespräch. Im Gespräch zu Gast in Hörensagen im Deutschlandradio Berlin heute Günther Woog aus Hessen. Und Sie sind Vorsitzender des Clubs der Langschläfer. Wie heißt Ihr Verein aber genau? Ja. Wir nennen uns Delta T und Verein für zeitversetzt und langschlafende Menschen. Wie ist denn Ihr üblicher Schlafrhythmus? Also, ich lebe völlig weckerfrei und von daher variiert das von Tag zu Tag. Aber so in der Regel gehe ich so 2-3 Uhr ins Bett und stehe dann so 8-9 Stunden später auf. Dann so halt um 10, 11, 12. Ja, ein wirkliches Problem für Sie, das Aufstehen. Ist das biologisch erklärbar? Ja, also mittlerweile hat man sogar ein Gen gefunden, das angeblich dafür verantwortlich ist. Gen Nummer 3111C. Und man sagt auch, dass es vererbbar ist. Ah, das heißt, Ihre Eltern waren auch schon Langschläfer? Mein Vater. Meine Mutter ganz im Gegenteil. Wie sind Sie zum Langschläfer geworden? War das irgendwann mal eine bewusste Entscheidung? Ich habe genug, ich bleibe jetzt einfach liegen, ich bin noch müde. Oder ist es etwas, das Sie nicht steuern können? Nee, das kann ich nicht steuern. Ich hatte immer ein Problem damit, morgens früh aufzustehen. Ich dachte halt, dass alle anderen das auch haben. Also, ich dachte, das gehört quasi zum System dazu. Ich habe das eigentlich erst sehr spät gemerkt, dass es eben manchen Leuten sehr leicht fällt und anderen eben nicht. Ist Ihr 1993 gegründeter Verein Delta T dann doch eher so etwas wie ein Witz? Also am Anfang ist er eher aus Spaß gegründet worden. Das kann man schon sagen. Weil die meisten Gründungsmitglieder eigentlich Leute sind, die ganz gut mit ihrem Status als Langschläfer zurechtkamen, ihr Leben so aufgebaut haben. Was passiert denn in der Vereinsarbeit? Treffen Sie sich, legen sich hin, schlafen, schnarchen und stehen nach 10 Stunden wieder auf? Also, das wollen wir mal machen. Einen gemeinsamen Schlafurlaub nördlich des Polarkreises. Haben wir aber noch nicht gemacht. Unsere Vereinsarbeit ist eigentlich in erster Linie Lobbyarbeit. Informationen sammeln und verteilen an Privatpersonen und Medien. Tja, warum? Weshalb? Wieso? Ja, weil wir uns mit allerlei Vorurteilen konfrontiert sehen. Also, in Deutschland ist es eine Tugend an sich, früh aufzustehen. Die meisten tun so, als ob das schon die erste Leistung des Tages gewesen wäre. Folglich ist der, der es nicht tut, ein Faulpelz. Und dagegen wollen wir arbeiten und versuchen auch mit mehr Information vielleicht für uns ein besseres Leben zu erreichen. Wie viele Mitglieder hat der Verein inzwischen? Ja, so 120 etwa. Die meisten in Berlin. Hat Ihnen der Verein ein stärkeres Selbstbewusstsein gegeben? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, also bei mir ist es jetzt so, dass mein Leben weitgehend nur noch so abläuft, wie ich es möchte. Und bei einigen Mitgliedern auch. Also einige Mitglieder, die angestellt waren, haben tatsächlich dann auch in ihrer Firma neue Arbeitszeiten abmachen können. Ja, vielen Dank, Herr Woog, für das Gespräch. Gern. Hören Sie nun das Gespräch noch einmal und überprüfen Sie Ihre Antworten. Hörverstehen Teil 3. Sie hören jetzt 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text 2-mal. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Bei jeder Aufgabe sollen Sie feststellen:
Habe ich das im Text gehört oder nicht? Wenn ja, markieren Sie beim ersten Hören oder danach R gleich richtig. Wenn nein, markieren Sie F gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 56. Hören Sie jetzt den Text. Nummer 56. Sie rufen im Salzburger Zoo an und hören folgende Telefondurchsage. Willkommen im Salzburger Tiergarten Hellbrunn. Unsere Nachsaison im Zoo ist beendet. Wir haben täglich für Sie von 8.30 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist 18 Uhr. Hunde dürfen nur an der kurzen Leine mitgeführt werden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Unser Büro erreichen Sie Montag bis Freitag von 9 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hörverstehen, Teil 3. Sie hören jetzt 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text 2-mal. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Bei jeder Aufgabe sollen Sie feststellen: Habe ich das im Text gehört oder nicht? Wenn ja, markieren Sie beim ersten Hören oder danach R gleich richtig. Wenn nein, markieren Sie F gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 56. Hören Sie jetzt den Text. Nummer 56. Sie rufen im Salzburger Zoo an und hören folgende Telefondurchsage. Willkommen im Salzburger Tiergarten Hellbrunn. Unsere Nachsaison im Zoo ist beendet. Wir haben täglich für Sie von 8.30 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist 18 Uhr. Hunde dürfen nur an der kurzen Leine mitgeführt werden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Unser Büro erreichen Sie Montag bis Freitag von 9 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 57. Hören Sie jetzt den Text. Nummer 57. Sie sind im Kaufhaus und hören folgende Durchsage. An unsere Kundinnen und Kunden im Haus. Die Kundin Beate Schneider, die gerade in der Spielzeugabteilung ein Rennauto gekauft hat, soll sich bitte noch einmal an der Kasse 1 in der Spielzeugabteilung melden. Sie hat dort ihren Rucksack vergessen. Ich wiederhole: Die Kundin Frau Beate Schneider möchte bitte umgehend in die Spielzeugabteilung zurückkehren. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 57. Hören Sie jetzt den Text. Nummer 57. Sie sind im Kaufhaus und hören folgende Durchsage. An unsere Kundinnen und Kunden im Haus.
Die Kundin Beate Schneider, die gerade in der Spielzeugabteilung ein Rennauto gekauft hat, soll sich bitte noch einmal an der Kasse 1 in der Spielzeugabteilung melden. Sie hat dort ihren Rucksack vergessen. Ich wiederhole, die Kundin Frau Beate Schneider möchte bitte umgehend in die Spielzeugabteilung zurückkehren. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 58. Hören Sie jetzt den Text. Nummer 58. Sie möchten sich über das Programm der Oper informieren und hören eine automatische Telefonansage. Tageskasse der Bayerischen Staatsoper. Der Kartenstand am Sonntag, 5. Mai 2000, 10 Uhr, lautet wie folgt. 5. Mai. L'Italiana in Algeri. Restkarten vorhanden. 6. Mai. Otello. Seitliche Steh- und Hörerplätze. 7. Mai. Der Freischütz. Karten vorhanden. 8. Mai. Aida. Ausverkauft. 9. Mai. Keine Vorstellung. 10. Mai. Lohengrin. Karten in allen Preisklassen vorhanden. 11. Mai, Otello, ausverkauft. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 58. Hören Sie jetzt den Text. Nummer 58. Sie möchten sich über das Programm der Oper informieren und hören eine automatische Telefonansage. Tageskasse der Bayerischen Staatsoper. Der Kartenstand am Sonntag, 5. Mai 2000, 10 Uhr, lautet wie folgt. 5. Mai. L'Italiana in Algeri. Restkarten vorhanden. 6. Mai. Otello. Seitliche Steh- und Hörerplätze. 7. Mai. Der Freischütz. Karten vorhanden. 8. Mai. Aida. Ausverkauft. 9. Mai. Keine Vorstellung. 10. Mai. Lohengrin. Karten in allen Preisklassen vorhanden. 11. Mai, Otello, ausverkauft. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 59. Hören Sie jetzt den Text. Nummer 59. Sie möchten wissen, wie der Verkehr am Wochenende wird und hören folgende Radiodurchsage des ADAC. Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie hören die Verkehrsprognose für das Wochenende 1. bis 3. Oktober. Es ist mit vielen Staus zu rechnen. Grund für den zu erwartenden starken Verkehr dürfte in erster Linie der Herbstferienbeginn in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland sein, aber auch die Wochenendurlauber. Stellen Sie sich auf jeden Fall am kommenden Wochenende auf lebhaften, abschnittsweise auch starken Verkehr, vor allem im süddeutschen Bereich ein. Darüber hinaus werden zahlreiche Herbstbaustellen, vor allem auf den ostdeutschen Autobahnen, den Verkehrsfluss bremsen.
Sie hören jetzt den Text noch einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 59. Hören Sie jetzt den Text. Nummer 59. Sie möchten wissen, wie der Verkehr am Wochenende wird und hören folgende Radiodurchsage des ADAC. Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie hören die Verkehrsprognose für das Wochenende 1. bis 3. Oktober. Es ist mit vielen Staus zu rechnen. Grund für den zu erwartenden starken Verkehr dürfte in erster Linie der Herbstferienbeginn in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland sein, aber auch die Wochenendurlauber. Stellen Sie sich auf jeden Fall am kommenden Wochenende auf lebhaften, abschnittsweise auch starken Verkehr, vor allem im süddeutschen Bereich ein. Darüber hinaus werden zahlreiche Herbstbaustellen, vor allem auf den ostdeutschen Autobahnen, den Verkehrsfluss bremsen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 60. Hören Sie jetzt den Text. Nummer 60. Sie suchen eine billige Flugreise und hören folgende Durchsage. Guten Morgen am Freitag. Das Wochenende naht. Hier sind Sie genau richtig bei der Serviceline von Talkline Infodienste. Sie erhalten wertvolle Infos über unsere Dienste. Wir bieten Informationen, Börsen, Wetter, Last-Minute-Services, Unterhaltung an. Dieser Service kostet 60 Cent pro Minute. Aktuelle Urlaubsschnäppchen direkt auf Fax unter der Nummer 089 67 75 33. Die günstigsten Reiseangebote erhalten Sie unter 0190 252 5000. Rufen Sie uns doch an. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 60. Hören Sie jetzt den Text. Nummer 60. Sie suchen eine billige Flugreise und hören folgende Durchsage. Guten Morgen am Freitag. Das Wochenende naht. Hier sind Sie genau richtig bei der Serviceline von Talkline Infodienste. Sie erhalten wertvolle Infos über unsere Dienste. Wir bieten Informationen, Börsen, Wetter, Last-Minute-Services, Unterhaltung an. Dieser Service kostet 60 Cent pro Minute. Aktuelle Urlaubsschnäppchen direkt auf Fax unter der Nummer 089 67 75 33. Die günstigsten Reiseangebote erhalten Sie unter 0190 252 5000. Rufen Sie uns doch an. Sie hören jetzt den Text noch einmal.
Ich. Für mich wäre Tanzen als Schulfach am interessantesten, mindestens 2 Stunden pro Woche. Der Sportunterricht, vor allem der Gymnastikunterricht, langweilt mich tödlich. Immer nur herumturnen mit diesen blöden Gymnastikbällen. Also mit Tanzen würde die Schule endlich mal auch unsere Interessen und Wünsche berücksichtigen. Aber auf keinen Fall Breakdance, das wollen doch nur die Jungs. Ich wäre stattdessen für Mambo, Lambada oder Tango. Beispieltest. Hörverstehen, Teil 1. Sie hören 5 kurze Texte. Sie hören diese Texte nur einmal. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Bei jeder Aufgabe sollen Sie feststellen, habe ich das im Text gehört oder nicht? Wenn ja, markieren Sie beim Hören R gleich richtig. Wenn nein, markieren Sie F. Nummer 42. Ich wüsste da sofort was. Ich bin in der Computerbranche tätig und denke, dass man an diesem Medium in Zukunft nicht mehr vorbeikommt. Vor allem nicht die Jugend. Computer als Pflichtfach hieße in meinen Augen aber nicht nur, dass die Schülerinnen und Schüler am Computer, an einigen Programmen, E-Mail und Internet herumspielen. Vielmehr fände ich es interessanter, wenn die Schüler über mehrere Stunden an einem Projekt arbeiten. Gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgaben Nummer 41 bis 45. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. Hören Sie nun die Interviews. Zum Anfang des neuen Schuljahres ist die Neugier der Schüler meist noch groß. Da beschäftigen sie Fragen wie: Welche Lehrer bekomme ich? Wird es neue Schüler in der Klasse geben? Aber auch: Welches neue Fach wird es geben? Wird das interessant sein? Wir haben Schüler und Erwachsene auf der Straße befragt. Wir wollten wissen: Was sollten Münchner Schüler noch lernen? Welches Schulfach sollte neu eingeführt werden? Hören Sie einige Antworten. Nummer 41.